Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Hintergründe über die neue Weltordnung, die uns alle in die Versklavung führen soll. Dims, Craps, Schattenmächte, die uns mittels Schuldgeld aus dem Nichts kontrollieren wollen. Demnächst mit eingepflanzten Chip. Bargeld soll abgeschafft werden. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, ohne Blatt vor dem Mund. Wake News .net. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order. Ja, willkommen im Zensurenland der NWO, der neuen Weltordnung. Ist der Delle von Wake News Radio, Wake News TV. Heute in der Live-Sendung. Ja, wir gehen ja auch langsam dem Zeitpunkt näher, wo sie uns alle da niederhauen wollen. Ja, oder? Sie versuchen zumindest. Ja, also heute ist der 26. Mai 2015. Ja, und wie immer, solange das
Internet noch funktioniert. Ja, bin ich hier live zu hören im Internetradio? Oder, ja, das, was ihr eingeschaltet habt, hier heute bei mir. Denn wir haben mal wieder eine heiße Geschichte hier, ne? Ach je, braucht man sich wirklich überhaupt keine Gedanken zu machen über die Themen, die man zu behandeln hat. Die stellen sich von alleine, oder? Ne? Also erstmal seid herzlichst gegrüßt hier, dass ihr hier eingeschaltet habt, oder? Ja, und dann natürlich auch vor allen Dingen herzlichen Dank an alle, die uns hier mit übertragen. Das ist ja so wichtig, dass wir diese Informationen miteinander teilen. Und wer das alles ist, das könnt ihr sehen bei auf der Seite wakeness.net, Wakeness Radio. Zuvor konntet ihr das auch sehen bei meinem Blog mywakeness.wordpress.com. Aber den haben sie heute abgeschaltet, rechtzeitig vor der Sendung. Und haben es zensuriert. Jawohl, möglicherweise. Also kurz hatte ich den heutigen Artikel hochgeladen zur heutigen Sendung. Der hieß und heißt auch immer noch, wird ISIS die Bilderberger in Österreich angreifen? Ja, und kaum hatte ich alles hochgeladen und hatte alles schon verlinkt. Schwups, abgeschaltet. Ja, dachte, es ist ein Fehler. Kann ja auch passieren, oder? Oder gehackt oder sonst was. Aber nein, tatsächlich, es kam eine offizielle Meldung. Ja, ein sogenannter Error Report. Ja, dass also die Seite möglicherweise da steht, mywakeness.wordpress.com is no longer available. Wir müssen ja dran denken, wordpress.com, wo ich den Blog gehostet habe, der ist aus den USA, aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ne? Da steht dann darunter, this blog has been archived or suspended for a violation of our terms of service, das übersetzt ungefähr hieß oder heißt, dieser Blog wurde archiviert oder suspendiert wegen einer Verletzung unserer Bedingungen, also unserer Dienstleistungsbedingungen. Und für mehr Informationen und um uns zu kontaktieren, muss man also die Nachrichten in diesem Verwaltungsfenster danach schauen. Und das habe ich natürlich auch gleich gemacht, nur dass ihr es gleich wisst. Da habe ich dann nämlich geschrieben, weil die können nur Englisch, ne? Ja, ist ja auch ein englischsprachiger Blog. Hi, I am speechless. Since 2011 I have used WordPress for a blog of my blog entries. Das heißt, hallo, ich bin sprachlos. Seit 2011 habe ich diesen WordPress-Blog für meine Einträge, für meine Veröffentlichung genutzt. Today, May 26, 2015, my account-blog mywakeness.wordpress.com was deleted. Also heute am 26. Mai 2015 wurde mein Konto, mein Blog mywakeness.wordpress.com bei Ihnen gelöscht. I'm a free speech journalist in Europe based in Switzerland. I am more than puzzled about this violent act against my free speech. Da habe ich dann geschrieben, ich bin ein freier Journalist in Europa mit Sitz in der Schweiz. Ich bin mehr als verwirrt über diesen gewaltsamen Akt, meine freie Rede zu unterbinden. Und dann, can you please elaborate on this and give some advice, explanation, so my account can be reactivated? Können Sie mir bitte erklären und erläutern, was es damit auf sich hat und mir einen Rat geben, eine Erklärung, so dass wir wieder dieses Konto eröffnen können oder reaktivieren können. If I have unwillingly violated any term, I should like to know what exactly this has been, and I am more than willing to adjust my publications accordingly. Also, ohne dass ich es wollte, irgendwelche Bestimmungen von Ihnen verletzt haben sollte, wüsste ich gerne, welche das genau sind, und ich bin mehr als bereit dazu, entsprechende Abänderungen in meinen Veröffentlichungen durchzuführen. Though I am not sure what this could be, as I've been publishing similarly since 2011, obwohl ich eigentlich nicht sicher bin, was das sein könnte, weil ich habe so oder ähnlich schon seit 2011 immer berichtet. Ja.
Und dann habe ich mich bedankt und warte jetzt auf Antwort. Aber die schlafen da jetzt wahrscheinlich. Die fangen jetzt später an aufzuwachen. Schauen wir mal, ob sie da etwas dazu sagen. Ja, wir haben es erwartet. Wir haben auch schon Jahre zuvor natürlich damit gerechnet, dass so etwas kommen wird, diese Zeit. Und sie ist da. Aber bevor wir jetzt einsteigen in diese Diskussion, noch einmal ganz kurz hier auch der Dank an die Musiker, nämlich wir hörten eingangs von Jordan Page, Frontlines. Ja, und ich spiele heute US-amerikanische Künstler, weil die natürlich auch dabei WordPress nur Englisch verstehen. Da lernen sie gleich was dabei. Also bis jetzt laufen die anderen Sachen laufen alle noch, ja, aber wir sind ja vorbereitet. Wir haben ja mehrere Blogs und Webseiten und inzwischen sogar eine TV-Video-Plattform, die wir auch nutzen könnten, sollten sie uns da abklemmen bei YouTube. Ja, das ist wakenews.tv. Wer das also noch nicht gesehen hat, bitte unbedingt besuchen und auch dort sich eintragen, also registrieren. Es ist ganz einfach, nur Username und eine gültige E-Mail-Adresse. Und dann kann man selber auch dort bewerten und kommentieren und auch selbst eigene Videos dort verlinken. Und wir haben von Wake News aus dann auch die Möglichkeit, unsere eigenen Videos direkt auf den Server dort hochzuladen, sollte uns YouTube irgendwann da diese Chance nicht mehr geben. Okay. Ist natürlich jetzt erstmal im Moment noch eine Notfallsituation, denn jeder Speicherplatz, gerade bei zweistündigen HD-Videos, ist dort kostbar. Aber wir können es immerhin tun und da sind wir froh, weil der Server ist in Island und dürfte so leicht nicht von der neuen Weltordnung beeinflussbar sein. Wenn, dann kann man allenfalls hier uns überhaupt abklemmen. Und damit muss man auch rechnen und damit werden wir auch heute sicherlich das eine oder andere Mal miteinander diskutieren, was jetzt alles auf uns zukommt. Denn da gibt es natürlich eine Menge neue Informationen, die ich auch mit euch teilen möchte und natürlich auch diskutieren mit euch. Und das solltet ihr bitte unbedingt machen. Einfach eure Infos, Kommentare reinsenden unter radio@wakenews.net. Auch Beiträge gerade zu Zensur oder anderen Dingen herzlich gerne, denn es wird heute ein recht offenes Thema sein. Ja, und eben diese Sendung oder die Veröffentlichung zu der Sendung, die ich sonst normalerweise bei meinem Blog mywakeness.wordpress.com gemacht habe oder machte heute, habe ich jetzt schnell bei mir auf die Hauptwebseite gebracht, nämlich auf wakenews.net. Dort mit gleichem Titel auch jetzt überall verlinkt, wo ich es konnte. Wird ISIS die Bilderberger in Österreich angreifen? Ja, und was es damit auf sich hat, gehen wir gleich mal durch. Aber bevor wir das machen können, nochmal der Hinweis, dass, dass wir also eure Unterstützung brauchen. Wir sind nicht kommerziell, können uns also nicht selbst finanzieren, weil ich das auch bewusst nicht wollte, kommerziell werden. Weil wenn du kommerziell bist, bist du abhängig von denen, die dir die Kohle geben dafür, ob es Werbungtreibende sind oder ja irgendwelche anderen Quellen. Und das versuche ich, solange wie es irgendwie geht, von mir zu weisen, die Kommerzialität. Aber wir sind natürlich trotzdem auf Unterstützung durch unsere Nutzer, Zuseher, Zuschauer, Zuhörer, Leser angewiesen. Also wer uns da helfen kann, sind wir sehr froh. Hier haben wir einen Link dazu, wie das geht im Moment. Wir versuchen auch hier irgendwie eine Plattform zu finden, wo wir das dann auch mit Konto und so machen lassen können, in Form vermutlich eines Vereins, den wir hier machen in der Schweiz. Aber das ist immer noch nicht fertig, weil es geht gar nicht anders, weil irgendwo, dass man dann auch ganz offiziell dann die Möglichkeit bieten kann, also für Spenden oder sonst was. Ja, gut, also aber gut, das ist eben halt so. Und alle, die eine andere Ansicht vertreten als die des Systems, haben es halt schwer.
ne, im System, weil das System also anscheinend auch offensichtlich riesig mächtig Angst und Respekt hier vor uns, von unserer Arbeit hat, hier auch bei Wake News. Nicht nur, aber auch bei Wake News, weil ich bin ja immerhin jetzt schon in den letzten paar Jahren ganz ordentlich attackiert worden. Ne? Der Angriff hier auf meine persönliche Privatsphäre, wo mir alles weggenommen hat im Mai 2012, dann meine brutale Festnahme hier anlässlich einer Reportage am 27. April 2015, noch gar nicht so lange her. Und jetzt Block, einen der wesentlichen Blogs, die ich verwendet habe, um meine Sendung anzukündigen und dort auch natürlich die entsprechenden Links und Kommentare zugelassen habe. Das ist alles verschwunden. Gut, wir arbeiten natürlich dran, wir versuchen das wieder zu reaktivieren. Schauen wir mal, was uns da gelingt. Aber wir müssen uns wieder neue Wege überlegen. Und jede eigene Server bei WordPress, das waren ja kostenlose Server. Und Webseiten müssen wir natürlich bezahlen. Und jede Fixkostenbelastung, also wo man regelmäßig irgendwelche Beträge zahlen muss, die sind Risiko für uns, weil wir keine Einnahmen haben. Ja, und da müssen wir sehen, wie wir das irgendwie lösen können. Auch da müssen wir natürlich versuchen, unabhängig zu werden von solchen Providern, die das einfach machen können, die einen einfach abschalten können. Und ich habe immer gedacht, WordPress ist ja immerhin US-amerikanischer Sitz des Servers, dass die, oder zumindest unter deren Kontrolle, dass die also, ja, das zulassen. Aber anscheinend ist das jetzt dort auch in den USA nicht mehr möglich, ein freie Rede Blog zu unterhalten. Man wird einfach schwupps, ohne Vorwarnung übrigens, also wenn man zum Beispiel Informationen bekäme, hoppla, hier, da hast du was geschrieben, da hat sich wer beschwert, ne? Kannst du das entweder ändern oder wie auch immer, ja, und da sind wir immer bereit dazu, wenn wir irgendwas sagen, was falsch ist, nachweislich falsch ist, oder wo jemand uns persönlich darum bittet, dass sein Name oder so rausgenommen wird, dann haben wir das eigentlich auch immer in der Regel gemacht, ja. Also ist nicht häufig vorgekommen, ist, glaube ich, ein oder zweimal vorgekommen. Aber so, einfach abschalten, ne? Das sieht man mal, ne? Was, unter welcher Tyrannei wir leben, dass sowas überhaupt möglich ist. Also die Rechte des Einzelnen, ja, und schon gar nicht des Menschen haben hier irgendwelche Bedeutung. Aber gut, ihr wisst das alle. Aber die Menschen draußen sollen es ja ein bisschen erfahren. Wir werden dazu auch natürlich noch ein kleines Video machen, damit auch mehr Menschen das mitkriegen, was hier alles so abläuft, oder? Ja, also ob es der heutige Artikel war, den ich hochgeladen hatte, der also irgendwie Anlass zur Zensur brachte, oder ob es irgendwelche anderen Inhalte waren, das kann ich eben nicht feststellen. Das weiß ich im Moment noch nicht. Werden wir wahrscheinlich auch nie richtig rauskriegen. Man muss damit rechnen, dass dieser Blog zumindest erstmal im Moment nicht einsatzfähig ist, oder? Na gut. Ja, warum hatte ich dieses Thema gewählt? Wir haben ja vor uns die Bilderberger Konferenz, das ist in circa 2 Wochen, vom 10. bis zum 14., glaube ich, um den Dreh, oder 12., ja, ich muss nochmal gucken, wann ich habe das hier aufgeschrieben, vom 10. bis 14. Juni 2015 findet das hier statt in Telfs in Tirol in Österreich, ja, und wir haben schon mal angekündigt, wir wissen ja, alles ist auf Sturm. Normalerweise, üblicherweise sind solche Bilderberger Treffen immer dazu gedacht, die Leute schnell von denen, die Befehle weiterzuleiten, ne, was die also alles zu tun haben. Da treffen sich ja so Konzernführer, ja, Presseredaktionsleitungen oder Inhaber, Verbände und was weiß ich, und Politiker und Bankster und was auch immer, mit ein paar Adligen, ne, die sagen, wir müssen zusehen, dass wir, ne, und so weiter. Ja, und die Hecken haben mal was vorher ausgeheckt irgendwo, ne, im stillen Stüblein, und geben es dann an ihre Truppen weiter, die da so antanzen müssen. Üblicherweise kommen dann auch noch irgendwelche Entscheidungen zu irgendwelchen Wechseln, wahrscheinlich hier die Merkel wollen sie rausschmeißen, ne? Und so weiter. Also da kommt wahrscheinlich die Nachfolgeregelung da, ne? Und so weiter. Also
Ja, Obama ist auch schon, ne, der kommt, der fährt auch schon nicht mehr zu G7 nach München, ne, oder wo das ist, oder da in Bayern halt. Ja, da fährt er auch schon nicht mehr hin. Schade, habe ich heute gelesen. Tja, die haben mir gleich gesagt, brauchst du mir hinfahren, bist erledigt, fertig, aus. Oder so, ne? Oder sitzt schon dann im Bunker, je nachdem, welche Verträge er ausgehandelt hat. Wir wissen ja, Abfindungsverträge oder so. Keine Ahnung. Okay. Ja, also, und deswegen dachte ich, reden wir mal drüber, auch ein wenig. Wird ISIS die Bilderberger in Österreich angreifen? Und ich wähle immer, also wer es jetzt nicht bei mywakeness.wordpress.com kann man es ja nicht mehr lesen, aber ich habe es bei mir gebracht unter wakeness.net. Wird ISIS die Bilderberger und so weiter. Das habe ich auch, wo es ging, bei mir verlinkt. Könnt ihr also anklicken und dann auch die Bildchen sehen. Da habe ich eine kleine Collage gemacht, ne, mit ISIS-Bildern. Die sind ja alle wunderschön produziert hinter oder vor dem Greenscreen. Ja, und wer das nicht weiß, was Greenscreen ist, ich benutze auch die Greenscreen-Technik hier bei mir, wenn ich meine Aufnahmen mache, später für die Videos. Ne. Da ist hinter mir quasi eine grüne Wand in grünem Textil aufgehängt. Und dieses kann man dann nachher in der Software mit allen möglichen Bildern ja, ausfüllen oder einspielen. Und deshalb ist das eigentlich ganz praktisch. Für zum Beispiel, wenn man irgendwelche Logos oder einbringen möchte oder welche Bilder abbilden möchte oder Filme, also kann man auch einspielen oder was auch immer. Man ist da sehr flexibel, viel flexibler, als wenn man das nicht hätte. Und es wurde ja schon herausgefunden, dass ISIS, ja, wissen wir ja, dass das keine echten Terroristen in dem Sinne sind, wie man es uns verkauft, sondern dass es von den Globalisten eine aufgestellte Terrorarmee ist, die überall für Unruhe sorgen soll und ein bisschen die Al-CIA da aus abgelöst hat, weil die waren schon zu abgelutscht. Ne? Wusste jetzt ja auch jeder schon Bescheid, was da läuft. Ja, und ISIS ist so ein bisschen der Nachfolger, da haben sie uns ein bisschen verwirrt, das heißt dann ist man einmal nur ISIL und dann IS und ach, da hat sich wahrscheinlich einer wegen Copyright beschwert und von den Globalisten Freunden da gesagt, ey, das nutze ich doch, ja. So weiter. Gut. Ja, und da habe ich so ein paar Bildchen auf die Schnelle, muss ich sagen, nicht so wunderschön grafisch gelöst und so, ne? Da ausgetauscht, ne? Oben bei den Bildchen sieht man unseren David. David, wie er da doch recht unsanft angefasst wird von einem dieser ISIS-Kämpfer. Ne? Und David diesmal im Orangen, ne? Ja. Kleidchen. Und darunter eine ganze Reihe von vor dem Greenscreen aufgebauten sogenannten orangenen ja, Opfern, die dann nachher also Kopf ab und so weiter. Kann man auch wunderschön machen. Das haben sie auch schon gezeigt, wie man das also mit Photoshop ganz klasse hinkriegt und so weiter. Und da habe ich dann auf zumindest die ersten paar Leutchen dann eben bekannte andere Köpfe drauf gemacht, ne? Kann dann jeder mal drüber nachdenken, wer das vielleicht sein könnte. Kann man übrigens auch vergrößern, das Bild. Dann sieht man das ein bisschen genauer. Ja, und darunter natürlich dann auch nochmal die Abbildung mit ISIS Terrorists. Das steht da auf Englisch, aber kann ja, glaube ich, jeder ungefähr so interpretieren. Stop US, Israel, Saudi Arabia, Turkey and Qatar from supporting ISIS Terrorists. Wir wissen ja, dass also die USA, der Israel, Saudi-Arabien, die Türkei und Katar, zumindest mal wenigstens die, nachweislich die ISIS-Terroristen unterstützen. Die werden aus der Luft versorgt mit irgendwelchen Waffen oder anderen Nachschubutensilien. Dann werden sie, wird ihnen Luftwaffenhilfe gegeben in Syrien und wo auch immer und dann, ne? Können die das schnell anfordern bei Obama direkt. Ne? Obama, ey, schick mal, ne, paar Jets da rein und bombardier mal das Ding da. Immer wieder werden auch mal von ein paar von denen erledigt, ist klar. Ja, und dann jede Menge Kohle und was weiß ich, wird denen also hinten reingestopft. Das haben die Leute immer teilweise noch nicht rausgefunden. Vor allen Dingen die nicht, die das Internet nicht nutzen. Hatte ich auch jetzt kürzlich eine Unterhaltung. Er sagt, er brauchte das Internet nicht, weil er
einfach nur Fernseh schaut, und wenn er eine Frage hätte, dann würde er den Journalisten, der das veröffentlicht, oder den Redakteur anschreiben, und dann würde man ihm diese Unterlagen zuschicken, die er haben wollte, und und so weiter. Na gut. Ja, jeder muss in seinem Glauben bleiben dürfen. Ja, ich habe ihm das erklärt, dass das wohl nicht so ist, aber das ist eben schwierig, das also wirklich da so den Leuten zu verklickern. Wenn die das nicht glauben wollen, wenn die eine festgefügte Meinung haben, ist das sowieso schwer, jemanden da vom Gegenteil zu überzeugen. Ja, und dann rechts daneben im grünen Feld so dieses Greenscreen, damit man mal weiß, wie das ungefähr ausschaut. Und rechts daneben noch so ein kleines Bild hier vom CIA mit einer Axt mit ordentlich viel Blut. Natürlich alles Filmblut, ist klar. Ne? Und dann sehe ich, habe ich sogar das in der Eile schnell falsch geschrieben, das WordPress. Warp the Press habe ich geschrieben, aber ich glaube, es kann jeder trotzdem erkennen. Zensuriert. WordPress hat diesen Artikelblock gesperrt. Ja, und darunter eine Abbildung, die ich noch schnell produziert habe. Willkommen im Zensurland. Ja, wir haben ja nicht nur Folterland, Plünderland, ja, Handschellenland und so. Jetzt haben wir auch Zensurland. Denn die Vermutung geht ja dahin, dass wahrscheinlich wieder die Brit, der Bund, dahinter stecken, weil das ist ja im Prinzip eine Enklave der NWO aus Washington, direkt gesteuert. Und ja, also kann sein, dass die schnell da angerufen haben, bei WordPress, ey, schalte mal ab, ey. Oder so, eine Freimaurerclub. Ja, und wie gesagt, da steht, also WordPress hat den Blog My Weakness am 26.25.15 einfach abgeschaltet. Ja, daneben nochmal, Journalismus ist etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, was veröffentlicht wird. Alles andere ist Propaganda. Von George Orwell, der wusste, um was es geht. Ja, ja, und da rechts nochmal so ein bisschen mein Konterfei und darunter nochmal den Originallink zu myweakness.wordpress.com. Wenn man den anklickt, kommt eben diese Meldung, myweakness.wordpress.com is no longer available. Ja, gut, aber ich werde den Link zur heutigen Sendung, die wir dann aufgezeichnet haben, als Video dann auch hier dann darunter platzieren. Also, wie gehabt. Das Einzige, was man hier nicht kann, eben ist kommentieren, bewerten und so weiter. Aber gut, ne, kann ich alles. Ne. Ja, und dann zitiere ich mal von dort, ISIS ist eine Schreckensterrortruppe, die inzwischen die ganze Welt bedroht. Nicht nur im Nahen Osten, insbesondere in Syrien, dem Irak, sowie inzwischen auch Afrika und den USA, sollen Zehntausende ISIS-Kämpfer die demokratische, freiheitliche Grundordnung dieser Regionen ernsthaft bedrohen. Sie schrecken vor nichts zurück, ermorden und köpfen vor dem Greenscreen und anderswo wahllos Menschen verstümmeln, foltern, vergewaltigen sie. Wie gesagt, natürlich immer nur Menschen wie dich und mich. Ja. Darunter nochmal die Abbildung, damit es besser zu sehen ist. Mit dieser eindeutigen Deklaration, dass das eine Truppe ist von den Globalisten. Ne? Da sieht man die Fähnchen, Fahne, auch alle schön wehen, die dahinter stecken. Ja, und nun steht zu befürchten, dass sie auch Österreich angreifen wollen, denn vom 10. bis 14. Juni 2015 wird es wieder das Bilderberger Meeting, diesmal in herrlicher Alpenlage in Telfs, Tirol, mit Schmankerln, Bergsicht, Wanderung, Kaffeekränzchen und so weiter geben. Ein gefundenes Fressen für jeden ordentlichen Terroristen. Endlich könnten dort nicht nur arme Leute, Bauern, Schulmädchen, einfache Journalisten überfallen werden, sondern echte Kaliber aus Wirtschaft, Politik, Finanz und gar Adligkeiten. Endlich eine Gruppe, die sogar was zu sagen hat in der Welt.
Und ein Anschlag auf diese würde echte Schlagzeilen machen, oder? Darunter eine Collage, die ich mal gemacht habe, wo man dann also sieht, auch aus einer Veröffentlichung des merkuronline.de, dieses Hotels in Telfs. Ja, rechts daneben so ein paar von den Leuten, die eventuell auf dem G7-Meeting eh schon da sind. Ne? Und dann rechts daneben ein Hubschrauber mit einem Cobra-Schießer. Cobra-Soldaten. Ne? Darunter auch nochmal die Cobra im Einsatz in Wien. Ja, direkt wahrscheinlich in der Hofburg. Ne? Schießen sie mal um die Ecken. Ja. Und links daneben Bilderberger, eine Veröffentlichung, ein Cover eines Buches. Ja, und Bilderberger Konferenz, Geheimtreffen der Mächtigen. Cobra schützt die NWO vor der Bevölkerung. Ja, darunter nochmal ein Link zum Maria Lourdes Blog Bilderberger. Treffen 2015 in Delfs, Tirol. Können wir es ja mal aufmachen, oder? Können wir lesen. Ja, muss ja so arg gewesen sein, dass sie meinen Blog sogar gleich zugemacht haben. Aber das kam ja schon am 1. Februar. Ja, und da steht also, im Jahre 1954 trafen sich die weltweit mächtigsten Männer zum ersten Mal unter der Schirmherrschaft der holländischen Krone und der Rockefeller-Familie im Luxushotel Bilderberg, in dem kleinen holländischen Städtchen Oosterbeek. Ein ganzes Wochenende lang debattierten sie über die Zukunft der Welt. Im Anschluss daran beschlossen sie, sich jedes Jahr einmal zu treffen, um Ideen auszutauschen und internationale Angelegenheiten zu erörtern. Sie nannten sich Bilderberg Club. Seither treffen sie sich jedes Jahr im Geheimen in einem anderen Luxushotel und bestimmen über das Schicksal der Menschheit. Zu den handverlesenen Mitgliedern gehören Präsidenten, Regierungschefs, hochrangige Politiker, Wirtschaftsbosse, Bankiers und die einflussreichsten Journalisten aus der ganzen Welt. Boah, bin ich dabei. So einflussreich bin ich nicht. Man sperrt bei mir einfach nur den Block ab. Damit ich gar nicht erst einflussreich werden kann, oder? So, und hier das nächste Bilderberger Treffen 2015 ist in Telfs, Tirol. Ja, und das wurde vom Nachtwächter hier verfasst. Bereits im August 2014 wurde auf Schall und Rauch berichtet, dass die nächste Konferenz aller Wahrscheinlichkeit nach im österreichischen Tirol stattfinden werde. Ja, und das ist das sogenannte Interalpenhotel. Ich lese jetzt nicht jeden Satz davor und das ist wunderschön gelegen. Also wenn man die Bildchen sieht, da kann man sich vorstellen, da lebt sich's fein. Ne? Ja, und dann kommt darunter noch eine Veröffentlichung des Internetportals der österreichischen Landespolizeidirektion. Da müssen wir nachschauen, ob das auch eine Firma ist, bei Dun & Bradstreet. Ne? Schnell mal einer aus Österreich, ne? Kann das mal nachgucken. Vom 21. Januar 2015 hat nun den Tagungsort der Bilderberger Konferenz 2015 offiziell bestätigt. Dort heißt es, die Sicherheitsmaßnahmen beim G7-Gipfel am 7. und 8. Juni 2015 in Bayern sowie der Bilderberger Konferenz vom 9. bis 14. Juni 2015 in Tirol waren Schwerpunkte eines Informationsgesprächs mit Bundesministerin Magister A. Johanna Mikl-Leitner sowie Vertretern des Innenministeriums und der Landespolizeidirektion Tirol am 13. Jänner 2015 in Wien. Boah, das zahlen wir übrigens, ne? Oder, also überwiegend dann natürlich jetzt mal die Österreicher mit ihrem Steuergeld. Fürs Kaffeekränzchen in Tirol. Na, soll doch mal ordentlich ein paar Millionchen einfließen. So, die beiden Veranstaltungen wurden zeitlich offensichtlich so eingerichtet, dass Bilderberg Teilnehmer unmittelbar im Anschluss an den G7-Gipfel im Schlosshotel Elmau, ach wie schön das da ist, nahe Garmisch-Partenkirchen in Bayern, in das nur 45 Autominuten entfernte Interalpenhotel im österreichischen Telfs reisen können.
Vielleicht ist ja auch schon unterirdischen Tunnel gemacht. Ja, vielleicht hat es gerattelt und gerüttelt in den Bergen. Vor kurzem haben sie noch schnell eine Trasse gebaut, unterirdisch. Wer weiß. Das ist mein Kommentar. Ja, muss nicht stimmen. So, Polizei ist vorbereitet, Einschränkungen zu erwarten. Das war im Februar, ne? In der Veröffentlichung der Landespolizeidirektion wird Generalmajor Robert Strondl, der Leiter der Einsatzabteilung des österreichischen Innenministeriums, mit den Worten zitiert. Beim Polizeieinsatz rund um den G7-Gipfel und die Bilderberg-Konferenz handelt es sich um einen der größten Einsätze für die Polizei Österreich in diesem Jahr. Für ein Kaffeekränzchen? Gut. Also seit Monaten sammeln wir alle relevanten Informationen rund um beide Veranstaltungen und erstellen Gefahreneinschätzungen, die laufend angepasst werden und Grundlage für alle weiteren Planungen sind. Also hört genau zu hier bei mir, damit ihr wisst, was los ist. So, und der Meldung ist weiter zu entnehmen, dass eine generelle Urlaubssperre für die Einsatzbeamten aller Landespolizeidirektionen und des Einsatzkommandos Cobra DSE verfügt wurde. Na, so zitiere ich von der Veröffentlichung. Darüber hinaus wolle man polizeiliche Maßnahmen und Beschränkungen zwar so gering wie möglich halten, jedoch werde im betroffenen Gebiet die private Luftfahrt etwa für Paragleiter und Drachenflieger im Radius von 30 nautischen Meilen um den Veranstaltungsort eingeschränkt werden. Auch vorübergehende Grenzkontrollen seien Teil des erarbeiteten Sicherheitskonzepts. Könnte ja der Detlef vorbeikommen und darüber berichten. Oder ne? Rückzug in sicherere Gefilde. So zitiere ich weiter aus der Veröffentlichung. Das Interalpenhotel in Telfs liegt auf einer Höhe von rund 1300 Metern und bietet bis zu 400 Konferenzteilnehmern ein exklusives Ambiente in den Tiroler Alpen. Bereits im Jahr 1988 war das Hotel Schauplatz der seinerzeitigen Bilderberg-Konferenz. Und mit der diesjährigen Veranstaltung trifft sich die Truppe nun zum dritten Mal in Österreich. Also irgendwas ist mit Österreich, ne? Irgendwas ganz was anderes. Ne? Steve Watson von PrisonPlanet.com bemerkt dazu, es scheint, dass die Eliten sich zurückbesinnen, nachdem die Veranstaltung in Kopenhagen, Dänemark, vergangenes Jahr relativ transparent abgehalten wurde und Reporter den Teilnehmern sehr nahe kommen durften. Tja, auch für die diesjährige Veranstaltung, so zitiere ich weiter, werden wieder jede Menge Demonstranten und Vertreter der alternativen Medien erwartet, denn die Bilderberg-Gruppe hat mit ihrer grundsätzlich undemokratischen Natur direkten Einfluss auf die weltweite Politik. Steve Watson weiter. Bilderberg hat große globale Ereignisse im Voraus beeinflusst und regelmäßig wurden Präsidenten und Premierminister ausgewählt unter vollkommener Missachtung der demokratischen Abläufe. Hi! Cool, gell? So, und hier mit einer umfassenden und ehrlichen Berichterstattung der Qualitätsmedien, in Anführungszeichen, dürfte auch in diesem Jahr wohl kaum zu rechnen sein. Das ist ja nur Kaffeekränzchen. Kaffeekränzchen, wo die Kaffeekränzchen-Teilnehmer 30 Meilen im Umkreis abgeschirmt werden von der Cobra. Ja, was der Cobra auf sich hatte, kommen wir gleich noch dazu. Ja, und so weiter. Und da könnt ihr dann auch noch die ganzen Links sehen. Also wunderbar. Ne? Schön geschrieben. Darunter im Artikel meiner Veröffentlichung eine Abbildung von Cobra-Mitarbeitern. Und ich wette, wenn es wieder jemanden gibt, der schnell bei Dun & Bradstreet nachschaut, könnte darauf stoßen, dass das auch eine Firma ist, oder? Ja. GSG 9 zum Beispiel ist so eine, ne? In der Brit-Bund-Organisation ist auch eine Firma. So, ja, also, und da habe ich dann, also, die testen jetzt hier sogar um die Ecke schießen, ne? Mit einem russischen Gewehr, steht da. Also, Cobra testet ums Eckgewehr der Russen, ja,
Und das bringt denen einen riesen Vorteil, weil können sie nicht sehen, wo sie hinschießen. Ne? Können sie um die Ecke schießen. Aber sie haben, glaube ich, da irgendein Bildschirm, dass man also irgendwie dann doch irgendwas sieht. Aber das sieht man nicht genau. Jedenfalls kann man da so ein paar Links klicken, um sich da näher über die Firma Cobra zu erkundigen. Aber Moment. ISIS hat Angst. ISIS hat Angst. Hört mal zu, ihr ISIS-Leutchen. Ihr habt Angst vor den Sicherheitsmaßnahmen, denn die österreichische Cobra verteidigt dieses Kaffeekränzchen. Eine 30 Meilen Flugverbotszone wird eingerichtet rund um Telfs, also nichts mehr mit Hubschrauber JZ an diesem Wochenende für die Regionalstrizis aus München. Also nicht so, wie es da auch abgebildet ist, so mal schnell mit dem Heli, ne, mal eben in die Berge, mal gucken, eben mal so eine halbe Stunde wedeln und dann wieder zurück. Oder erstmal dann, ne? Also Après-Ski, ne? Kann man dann also auch den Link sehen, ne? Neuer Service, Lufthansa München, Helikopter-Skigebiete. Ja, sondern so. Darunter der Cobra-Helikopter. Ne? Vielleicht ist der auch von Novartis geleased. Ne? Wissen wir nicht. Okay, vielleicht haben die auch so. Ne? Also in Österreich genug Kohle. Weiß ich nicht. Schließlich ist der BND und deren Chef NASA oder NSA vielmehr, also NSA-Chef, auch dort im Einsatz und überwacht die Cobra, die ja übrigens die Bösen waren in den 90ern, wusstet ihr das gar nicht? Da fungierten sie als Terrororganisation im US-Machwerk G.I. Joes von Marvel-Hasbro, das ist eine Spielzeugfirma, ne? Die haben auch Filmchen gemacht und so. Darunter passend eine Abbildung im Internet gefunden, ja, von so einer Spielzeugverpackung, von den Cobras, ne, die Bösen. Ne? Also die G.I. Joes waren die Guten, die haben dann immer gegen die Cobras gekämpft. Und G.I. Joes, da, boah, das sind tolle Figuren und tolle Fahrzeuge, so nachgebildet aus Plastik und alles. Und da spielten vor allem die Jungs gerne mit, ne, immer früher. Ne? Weiß nicht, ob es heute noch so gibt, weiß nicht, aber klasse, gell? Ja, und wie gesagt, da hat er auch Infowars was dazu geschrieben. Das habe ich dann runtergepackt. Ne? Cobra Bilderbergs Weapon of Choice. Also Cobra wurde extra von Bilderberg ausgesucht. Ne? Die wollen wir haben. Ne? Nicht die G.I. Joe, sondern Cobra. Also die Bösen. Sondern das Bewachen. Ja. Mann, oh Mann, ey. Gut, die können auch um die Ecke schießen mit dem Spezialgewehr der Russen. Ne? Kein Problem. Ne? Ist doch in Ordnung, weil für die Globalisten gibt es das eh nicht, den Unterschied, ne? West und Ost. Die haben ja beides unter Kontrolle. Ach, und die ISIS übrigens auch. Aber gut, das habe ich jetzt schon zu früh verraten, das wollte ich jetzt leider. Gut, also da habe ich sogar noch so ein, da gibt es auch viele Videos, wo diese Spielzeugfiguren und Cobra und was weiß ich rauf und runter, da kann man sich alles anschauen. Das ist hunderte Stunden lang kann man sich das alles anschauen, wer da Interesse dran hat. Vielleicht gibt es ja einen Sammler von G.I. Joe und Cobra-Figuren hier unter uns. Weiß nicht. Nun, kurzum, es tummeln sich dort in Telfs dann alle, die man als echter Terrorist doch gern mal vor die Flinte bekäme, oder? Hä? Darunter ein Internetbildchen gefunden, ja, mit bekannten Köpfen, Figuren. Nicht jetzt von G.I. Joe und Cobra direkt, aber links Brzezinski, in der Mitte Kissinger und rechts David. Ja? Ach nein, liebe Leute, das werden wir wohl nicht erleben. Denn wir wissen es ja, ISIS ist eine Spezialterroreinheit der Globalisten selbst, die sich natürlich nicht selbst bekämpfen wollen, sondern nur ein bisschen Angst und Schrecken bei den kleinen Leuten verbreiten wollen, damit die in Schocksteife sich noch alle verbliebenen Reste von Freiheit abnehmen lassen und sich endgültig freiwillig in die absolute Tyrannei begeben, nur um sich ISIS vom Hals zu halten. Aber welche Schrecken erwarten sie erst, wenn die neue Weltordnung dann so richtig passiert? Ja, und darunter
das Schäfchen, wie es abgeschoren wird. Das ist die erste Stufe. Ne? Danach. Gibt es da noch was anderes? Vielleicht. Okay, ja, also das ist jetzt mal so ein bisschen hier mein Beitrag zu diesem Thema. Ja, und ja, ich würde sagen, also das ist hochspannend, was jetzt hier passiert. Wir haben es uns ja ausgesucht. Wir wollten jetzt hier sein, zu dieser Zeit, um das alles mitzuerleben. Und ich habe auch schon einige Zuschriften hier bekommen, ja, die ich dann auch gerne heute versuche mit vorzulesen, oder? Ja, und wer also hier noch mitmachen will, kann das gerne tun. Unter radio@wakings.net könnt ihr mir eure Infos reinsenden. Ist doch ein tolles Ding, ne? Mit meiner Abschalten des Blogs. Ja, ich meine, jetzt überlegt mal. Ich meine, die letzten Sendungen, die wir so hatten, da haben wir über Plünderungen gesprochen, das wissen wir ja, die hier also sogar anzieht. Man hat das Gefühl, es wird immer mehr, es wird wegen Banalitäten, wird man hier ausgeraubt. Das sind ja auch die Punkte, über die wir hier bei Wake News häufig berichten. Oder die Kinder werden weggeschnappt. Oder aber man übt hier schon die Massakrierung der eigenen Zivilisten. Ne? Passt dann alles irgendwie schön zusammen, wenn man all diese Attribute und Informationen zusammenaddiert. Denn, ja, Deagle.com, ne, haben wir alle in Erinnerung, spricht ja auch von einer radikalen Entvölkerung in vielen Landstrichen, ne? Nicht gerade in Fernost, aber hier. In Europa und in den USA, da wird ordentlich Kahlschlag gemacht. Weil die sind hier zu aufmüpfig und haben zu viel Vermögen. Können auch zu viel selbst machen. Das bei den Chinesen nicht so einfach, ne? Oder Indern, ne? Die haben da nicht so viel, ne? Möglichkeiten. Die lässt man noch, ne? Wie man so lange macht, ne? Die schickt man jetzt erstmal Flüchtlinge irgendwo hier hin. Ja. Damit sie ein bisschen alles durchsetzen und so weiter. Gut. Ja, also, ihr seht, wir sind voll im Kampf. Wir sind voll in Krieg. Schon seit geraumer Zeit, jetzt wird es deutlich, die Kampfhandlungen finden ja bei uns vor allen Dingen erst einmal im Kopf statt. Und was man unbedingt braucht, um einen Krieg zu gewinnen, der ja wahrscheinlich kommen könnte, wenn nicht genügend Leutchen sagen, nee, das wollen wir eigentlich nicht. Ne? Ja, also das ist das Spezielle, was ich im Kopf habe. Der Krieg ist im Kopf. Ein Krieg wird im Kopf gewonnen oder verloren. So wie die Deutschen ja meinen, sie haben den Krieg verloren, obwohl sie noch mittendrin sind. Ja, und den kann man auch alles erzählen. Ja, den hat man auch beigebracht, dass Deutschsein für Deutsch also gar nichts ist. Ja, also Deutsch, ja, auch wieder so eine Sache. Also deutsche Herkunft zu haben, vielleicht ist besser ausgedrückt. Ja, und ne, das ist, eigentlich sollten wir alle Türkisch sprechen, schon hier in Deutschland, ne, zum Beispiel. Da wären wir endlich mal gute Deutsche. Ja, also nichts gegen die Türken und nichts gegen die türkische Sprache, aber ist nur so ein Beispiel. Ne? Also, ja. Und solange man das also gerne hat und das unterstützt, und der Conrebi hatte so ein feines Video hier gerade veröffentlicht, könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ich habe das bei News auch bei mir platziert. Unter NWO Gesellschaftsveränderung, unter wakeness.net News. Wir sind die Generation, vor der uns unsere Eltern immer gewarnt haben. Ja, weil die Leute, die heute an der Macht sind, das sind die, die uns damals ins Elend gestürzt haben durch ihre, durch ihre Indoktrination und ihre Parolen und was weiß ich, die werden heute umgesetzt und das auf sehr korrupte und verbrecherische Art und Weise, weil sie stecken sich ordentlich was ein dabei. Gut, aber ne, das ist so eine Möglichkeit, dass man sich das mal überlegen kann. Und natürlich auch die Veröffentlichung hier, die hier kam. Ich habe das unter der Überschrift bei News platziert. NWO, NATO-ISIS-Kriege, erzwungene Flüchtlinge. UN-Hochkommissar Guterres
15 Millionen Flüchtlinge. EU soll Grenze für diese öffnen. Ja. Also da kann man sich fragen, wie kommt es überhaupt zu diesen ganzen Flüchtlingen? Da arbeiten doch irgendwelche Gruppen zusammen, dass da überhaupt erst Flüchtlinge entstehen können. Ne? Das kam also hier bei netzplanet.net. Kann man da mal ein bisschen nachlesen, was da so auf sich hat. Hat es auch ein Filmchen dabei. Ne? Ist so, gell? Ja, und da kam noch was. USA, Raubritter in Uniform. US-Polizei beschlagnahmt Besitztümer der Bürger im großen Stil. Das ist auch nicht nur in der Britbund so, das ist überall, wo die also drankommen können. Ja, das kam bei RT Deutsch, also RT, Russia Today Deutsch. Auch das ist verlinkt bei mir auf der Seite. Nur so ein paar Eckdaten daraus. Also in den USA beschlagnahmen Polizeibeamte immer häufiger Besitzgüter von normalen Bürgern auf Grundlage bloßer Verdachtsmomente. Im Jahr 2014 haben US-Beamte, ob das wirklich Beamte sind, wissen wir ja auch nicht, Werte in Höhe von 4,6 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Och, wahrscheinlich die Hälfte wandert ab in die eigenen Taschen und die andere Hälfte müssen abgeben bei dem Schiff. Wer weiß. Noch schnell ein Raubzug, solange noch was da ist, oder? Ja. Gut. Sowas zum Beispiel. Ne? Und ja. Und dann darf es auch nicht verwundern, dass jetzt die Eliten losschlagen wollen. Und da gab es jetzt hier noch eine Veröffentlichung. Die kam bei Infowars.com. Habe ich auch bei mir verlinkt. Auf der Seite News. Unter der Rubrik NWO Bankster Kriegslust. Hochrangiger NATO-Offizieller. Im Sommer 2015, sage ich jetzt dazu, gibt es wahrscheinlich Krieg. Wenn wir Glück haben, wird er nicht nuklear. Ah, ja gut, die schaffen ja alles an Militärgerätschaften heran, was nur geht. Was die Züge halten, was die Frachter und Dampfer, hat man ja früher gesagt, also die Frachtschiffe, so alles im Bauch mitführen können, ne, wird hier angelandet. An der Nordseeküste, Holland, Belgien, was weiß ich wo, und dann hierher gefahren, an die Ostgrenzen sozusagen der EU, damit dort dann bald geballert werden kann, damit man sich nachher aussuchen kann, ne, was machen wir jetzt, normal oder mit N, ne, nuklear. Also nuklear nur, wenn sie in Bedrängnis kommen und sagen, ach, nee, jetzt schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig in die Bunker oder was. Und ja, die Leutchen, die dann da oben noch auf der Erde herumlaufen, könnten dabei dann ganz einfach verdampfen, zum Beispiel. Ja, löst man sich in Chemtrails auf, weil wir sind ja voll gepropft inzwischen mit Chemtrails. Oder? Ja. Okay. Gut, also und vieles davon mehr. Wir wissen, dass das einfach Kriege sind, die nur vom System, von deren Führung gewünscht und verlangt sind. Ja, und da kommt hier eine Meldung rein. Hallo Detlef, für mich ist die Sache gegessen. Ich warte nur noch auf den großen Showdown, in Anführungszeichen. Alle Indikatoren sprechen dafür, dass etwas Großes auf uns zukommt, meint er. Ich weiß nur nicht, in welcher Form es passieren wird, aber ich bin überzeugt, dass es kommt. Alles andere ist propagandistische Ablenkung von diesem Welttheater. Ja, das ist immerhin auch möglich. Wir haben ja auch immer, ich habe ja damals meine Sendung hier bei Awakenings damit gestartet, dass ich eigentlich wollte, darüber zu berichten, dass vielleicht mehr dahinter steckt als nur die Tyrannei des Systems der Matrix und dass vielleicht auch irgendwas mit unserer Welt geschieht, ob von außen, von innen, wie auch immer, auch vielleicht durch Himmelskörper in Anführungszeichen, weil auch hier, ja, wird ja viel gerätselt darüber, sind wir eine Kugel, sind wir eine flache Scheibe oder was auch immer. Was dann auch nicht ganz entscheidend ist, weil letztendlich alles irgendwo vielleicht auch in einem Art Hologramm ist, oder? Ist auch interessant, weil da hatte ich jetzt gerade noch eine Veröffentlichung von unserer letzten
United We Strike Radio Marathon-Sendung gemacht, wo also Joanne Consciousness, so nennt sie sich, war früher auch beim Militär im Nachrichtendienst und so weiter, tätig, erklärt, dass wir eigentlich nur in einem, ja, in einer künstlichen Matrix, in einem Hologramm, in einer Hologrammrealität leben. Aber gut, das wissen wir ja sowieso, aber weil 3D ist ja nur beschränkt für uns wahrnehmbar. Es gibt ja viel mehr Dimensionen. Und letztendlich sind wir ja nur Frequenz und Schwingung. Insofern wären wir dazu in der Lage, würden wir das dann auch so als Frequenz und Schwingung wahrnehmen und uns nicht mehr so sehen, wie, wie wir uns im Spiegel sehen können, jeden Morgen oder jeden Abend oder wann auch immer. Das sind auch noch so Punkte, die einem dann durch den Kopf gehen könnten und so weiter. Ja, gut, also solche Dinge, die sind also auch möglich. Hier kam noch was ins Schwarze getroffen vom Schramme-Journal von der Simone. Hallo Detlef, du musst mit irgendeiner Aussage voll ins Schwarze getroffen haben, denn myawakenings.wordpress.com ist abgeschaltet. Ja, das habe ich auch mitgekriegt inzwischen. es ist nicht schwer zu erraten, sagt sie darunter, dass da die BRD dahinter steckt und dahinter die NSA und viele andere. WordPress.com ist nun mal in den USA zu Hause. Begrüße. Genau. Ja, das haben wir auch gedacht. Aber so haben wir gute Arbeit gemacht. Oder? Ja. Ach, da kam ich noch was hier. Schweiz muss sich über die Neutralität keine Sorgen mehr machen. Wie der Schweizer Rundfunk, SRF, freulich berichtet, Schweiz nimmt am Luftmanöver der NATO gegen Russland teil. Ja, endlich haben sie die richtige Seite gewählt. Die unabhängigen, neutralen Schweizer. Das heißt nicht die Schweizer selbst, die werden ja auch getäuscht, aber die Regierung. Ja? Oder? Ja? Ja, und ich zitiere hier. Die Teilnahme der Schweiz bei diesen Manövern ein großer Fehler, durch welchen die international neutrale Position der Schweiz in Frage gestellt werden muss. So steht es da. In Anbetracht der heutigen politischen Situation wäre eine Absage durch die Schweiz ohne weiteres vertretbar gewesen. Und das ist nicht, wer die Schweiz begreift, in diesen schwierigen Zeiten nach Lösungen zu suchen, statt weiter zu provozieren, schockiert. NATO-Manöver nahe Russland gestartet, Schweiz trainiert mit, jawohl. Und im September werden hier die Grenzen dicht gemacht zur EU, ne? Damit hier nicht die Flüchtlinge aus der EU noch in die Schweiz reinkommen, wenn es dann da ordentlich das Hauen und Stechen losgeht. Durch was auch immer provoziert, unabhängig davon, welche Katastrophe eintritt, ob Krieg, ob was weiß ich, irgendwelche universellen oder erdbezogenen Katastrophen. Was dann nicht mehr funktioniert, ist die Versorgung der Menschen, die ja schon heute zentral gesteuert ist durch die großen Märkte, die ja nicht nur deswegen errichtet wurden, dass man sie schnell dicht machen kann, ne? Dass die Versorgung großer Landstriche damit unterbrochen wird und die Gebäude dann umfunktioniert werden können, weil es sind ja auch viele Gitterchen drumherum, ne? Kleine Fensterchen nur wenn, ne? Und vorne das kann man alles absperren, ne? Da dann die Leute mal kurzfristig einsperren kann, jawohl, und ja, die Stadien übrigens auch, die kann man auch komplett absperren und bewachen mit ein paar bewaffneten Uniformierten, kannst das Ding zumachen und dann hast du ein Freiluftgefängnis. So wie bei den Rheinwiesen, ja, nach dem Einstellen der Kampfhandlung. 45. So, gut, in Deutschland. Ja, und so weiter. Ich will das jetzt hier nicht weiter vorlesen, weil, ja, jetzt habe ich natürlich wieder keinen Blog, wo ich das dann verlinken kann. Schauen wir mal, wie ich das irgendwie löse. Vielleicht kann ich das doch noch irgendwie unten drunter klemmen, dann. Unter die Webseite muss ich dann nachher mal machen. Weil dann kann ich da unten die Links dann zur heutigen Sendung bei der heutigen Veröffentlichung dann noch mit reinklemmen. Okay. Ja. Das vielleicht mal dazu. Oh,
Mensch, jetzt die erste Stunde schon fast wieder rum. Ja, herrlich. Also ihr könnt hier noch mitmachen, einsenden, eure Infos, Kommentare, Fragen, Ansichten unter radio@wakenews.net. Da freue ich mich. Ja, was haben wir da noch? Ja, dann hat sie, Schramme-Journal hat auch schnell noch ihren Link geändert. Also ich habe die Links geändert auf .net. Ganz unten auf der Radioseite mit Journal ist nun echte 32 Kilobit oder 4 Kilobit für langsames Internet. Denn im Märkischen Viertel in Berlin haben viele nur das langsame Internet wie auf dem Lande. Die Telekom trennt sich von den Erwerbslosen, wie WordPress sich von deiner Seite getrennt hat. Einfach so. Heute ist also der erste Live-Test mit einem 56K-Modem, deine Sendung zu verfolgen. Ja, prima. Bitte grüße Simone. Danke dir dafür. Ja, ihr seht's, ne? Und ich kriege jetzt übrigens täglich inzwischen Meldungen, dass zum Beispiel gerade die Postbank in der Bund allen den Leuten ihr Konto und die Kontoverbindung kündigt, die bei der Schufa eingetragen sind. Oh, hoppala. Ne? Die Postbank gehörte zur Deutschen Bank, soll jetzt abgestoßen werden oder so. Und die Deutsche Bank schmeißt jetzt alle die Hälfte oder was von ihren Mitarbeitern raus. Bei der Postbank noch nicht. Ne? Aber wahrscheinlich irgendwie Verträge im Dunkeln. Ja, sonst müssen sie Strafe zahlen oder was auch immer. Jedenfalls, also ja, das Hauen und Stechen geht jetzt los. Damit müssen wir rechnen. Ne? Also die Zeiten sind nicht mehr so wie früher. Ja, und wer noch schnell ein paar von den Schuldgeld-Euronen loswerden will, kann sie mir auch spenden. Da können wir noch ein paar Sachen anschaffen, die wir noch brauchen, um unseren Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn das irgendwie geht. Zumindest noch, solange es geht, auch nochmal eine Seite oder so. Ja, irgendwie mieten oder was, damit wir noch irgendwie senden können. Vielleicht auch am besten gleich in Island, weil das andere kannst du alles gleich vergessen, weil in den USA kannst du nichts mehr machen. Also WordPress, wer da noch einen Blog hat bei WordPress, sollte sich überlegen, ob das der richtige Partner ist. Da würde ich einfach versuchen wegzugehen. Ne? Weiß nicht, ob andere wesentlich besser sind. Auf jeden Fall Standort USA ist keine Garantie mehr. Okay, wir sind jetzt kurz vor der Pause. Ja, nochmal. Ja, hier ist ein Link. Könnt ihr euch anschauen, wo ihr uns noch helfen könnt, aber auch wer weiß wie lang, mit euren Spenden oder sonst was. Ihr könnt natürlich auch noch schnell WakeNews TV oder WakeNews.net T-Shirts erwerben und natürlich auch noch andere Textilien, die wir haben, Kappen und Westen und Jacken und Hosen. Also wir haben ja schon fast komplette Ausstattung. Ne? Bis auf Unterhosen, die wollte ich auch mal auflegen. Hat der Achim gesagt, oh, das wird aber ein Problem, ey. Weil da wollte ich ihn draufschreiben, wer hier rein will, ne, zahlt 20 Millionen. Ne? Weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Einer hat mich angeschaut, gesagt, das willst du wirklich da draufschreiben? Ne? Naja, also gut, ja, wenn sie an die Wäsche wollen, ne, dass sie gleich Bescheid wissen. Ist dann eine konkludente Feimung da hinten drauf eingedruckt, gell, oder? Jo, also, jetzt gehen wir mal in die Pause und da hören wir von Neil Fox zwei Songs, nämlich einmal Sheep, was nichts anderes heißt als Schaf. Ja, ja. Und das andere, Blood on the Horizon, Blut am Horizont. Dann sehen wir uns gleich wieder. Satelle von Wake News, Radio Wake News TV, wird hochspannend. In 2 Stunden sind schon viele von euren Meldungen da. Ne? Da wollen wir uns ja gleich auch alle durchgehen. Bis gleich. IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. We'll be right back.
have the facts to back up your story. You never seem to hang around. You're so convinced that your opinion has some value, and only your view is so holy and profound. You wouldn't think to check a fact. You'd never try to lead the way. As long as all your fears are intact, freedom is the only price we pay for sheep. You're all just sheep. Sheep. You're all just sheep. Sheep. Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Blood.
is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, ich bin zurück hier aus dieser kleinen musikalischen Pause, ne? Extra alles auf Englisch, damit auch die vom WordPress und NSA genau verstehen, ne? Was geht. Ja, die müssen auch mal was mitkriegen. Ne? Die brauchen sonst doppelt so lange alles übersetzen und so. Ne? BND brauchen und der Übersetzer falsch. Und so ist das. Ja gut, okay, wir sind hier zurück in unserer heutigen Sendung, der Zensurland-Sendung. Ja, vom 26.25.15, zweiten Stunde. Ja, und super, dass ihr alle hier bei mir eingeschaltet habt, denn wer weiß, ne, wie lange wir hier noch zuschalten können, denn es geht hier in die Endrunde scheinbar von diesen Leutchen, die uns hier unbedingt verknechten wollen, oder? Hä? Ja, da schauen wir mal, was wir tun können. Wir können nämlich eine Menge tun. Ja, dürfen nicht glauben, dass wir ohne Macht seien, wenn wir etwas nicht wollen und das klar zum Ausdruck bringen und sagen, mit uns nicht, dann gibt's das auch alles nicht. Denn dann können sie ihre Kriege, können sie ihre Tyrannei, ihren Terror und so weiter einfach nicht umsetzen. Ne? Wenn die von Cobra sagen, ach, wir sind die Bösen, ach nö, dann wollen wir lieber GI-Shows werden, dann werden sie nicht eingesetzt. Ne? Ja, in Delft, Tirol. Ja, und wer nicht weiß, was damit jetzt gemeint ist und erst jetzt eingeschaltet hat, der muss sich nachher nochmal die Wiederholung der Sendung anhören, denn das habe ich in der ersten Stunde genau erklärt. Auch das mein Blog, myworkness.wordpress.com, den ich seit 2011 bei dem US-amerikanischen Provider wordpress.com angemeldet habe und benutze. Heute, nachdem ich die heutige Sendung als Artikel hochgeladen hatte, gesperrt wurde. Ne? Ja. Ich habe es dann schnell übertragen bei mir auf die Webseite awakeness.net mit dem entsprechenden Link, den man jetzt überall finden kann, sodass man also das auch nochmal nachvollziehen kann und versuche dort später auch die Links einzufügen, die wir heute in der Sendung besprochen haben. Ja, und dann später natürlich die Sendung auch als Video wird so hochgeladen. Auch vor allen Dingen nachher bei uns auf dem neuen Videokanal, TV-Videokanal, wakenews.tv. Bitte alle dort registrieren, ist ganz einfach. Ohne, dass ihr viel preisgeben müsst, nur einen Username und eine gültige E-Mail-Adresse. Alles andere wollen wir nicht von euch wissen. Aber dann könnt ihr euch eben, nachdem ihr euch registriert habt, auch kommentieren und bewerten die Videos und könnt eigene Videos dort verlinken. Es sind, glaube ich, jetzt schon, ja, wir gehen auf die 800 Videos zu, die dort zu finden sind. Und wir als Wakeness haben dann die Möglichkeit, auch noch unsere eigenen Videos dort direkt auf den Server in Island hochzuladen, damit wir nicht so einfach ausgelöscht werden können, indem man unseren Kanal abschaltet, wie das bei YouTube und Google natürlich jederzeit möglich ist. Ja, und dann auf jeden Fall auch noch Folgendes. Dadurch, dass wir jetzt natürlich den Blog nicht mehr betreiben, wo die ganzen Sendungen immer vorkommentiert wurden oder auch beschrieben wurden, auch mit den ganzen Links und Kommentaren. Und ich weiß, dass ganz viele unsere Veröffentlichungen weiter gepostet haben auf ihren eigenen Blogs oder Webseiten, bitte ich diese, ja, sofern Sie jetzt hier zuhören, mir die Links zu Ihren Veröffentlichungen zuzusenden, damit wir da zumindest teilweise die Sendung wieder rekonstruieren können oder die Veröffentlichung zu den Sendungen, damit wir das zumindest zur Verfügung stellen können auf irgendeiner Liste. Ja, also wer da vielleicht jetzt zuhört, bitte mir mal diese ganzen Links zu euren Veröffentlichungen, euer Reposting, also die Wiederveröffentlichung und Veröffentlichung auf euren Seiten unserer Originaltexte zur Verfügung zu stellen, weil wir das natürlich nicht alles gesichert haben. Das wäre viel zu viel Aufwand gewesen. War auch nicht ohne weiteres damit zu rechnen. Wir hatten auch keinen Spiegel-Blog extra. Ich meine, deswegen macht man ja einen kostenlosen Blog, damit man das, diesen Aufwand eben nicht treiben muss. Aber ihr seht, wohin das führt. Sogar solche Blogs sind nicht mehr sicher. Ja, in solcher Lage sind wir schon inzwischen. Das Internet ist also unter schwerem Angriff. Und wer jetzt also zuhört und unsere Veröffentlichung repostet oder gepostet oder weiter veröffentlicht hat,
bitte melden unter redaktion@wakenews.net und eure Links zusenden. Das wäre ganz klasse, weil dann können wir sie wieder rekonstruieren beziehungsweise irgendwo verlinken, damit man diese Sachen auch nochmal wieder lesen kann. Ja, okay, das ist natürlich dann nicht komplett und so, und da haben wir auch viel wieder dran geändert und so, aber immerhin, ne, könnten wir dann wieder solche Veröffentlichungen zur Verfügung stellen. Ja, herzlichen Dank dafür. Ja, wir stehen natürlich jetzt in Verbindung mit WordPress.com, so einfach gehen wir ja nicht auf, ne? Wir versuchen das wieder, dass man uns das wieder eröffnet, aber wir wissen natürlich noch nicht viel. Wir haben, wie gesagt, da hingeschrieben und haben uns beschwert und schauen wir mal, was die da dann uns schreiben, wenn sie überhaupt dann noch mit uns sprechen wollen. Ne? Wissen wir ja nicht, ob sie uns überhaupt antworten. Wir wissen ja, dieses Auskunftsbegehren kriegen wir ja auch nicht. Ja? Und so weiter. Und so weiter. Ja. Gut. Schauen wir mal, was wir da vielleicht für eine Lösung finden können. Gut, ja. So, ja, wir haben also dann heute vor allen Dingen darüber gesprochen, über das Bilderberger Meeting, ja, was da auf uns zukommt, was dort möglicherweise dann verabschiedet wird, was dann auch umgesetzt wird. Wir wissen, das sind ja alles solche Versammlungs- Meetings von Leuten, die das dann umsetzen sollen, was von irgendwoher entwickelt und vorbereitet wurde. Häufig werden dann auch noch entsprechende neue Personen dort gewählt, die das dann umsetzen sollen oder letzte Instruktionen weitergegeben. Zum Beispiel, wann die Geldautomaten abgeschaltet werden sollen oder wann, ja, irgendwas, wenn die Geschäfte zugemacht werden sollen oder so. Vielleicht kriegen wir ja ein paar Informationen raus, wer da alles hingeht. Wobei das keine Garantie ist, weil wir ja nicht wissen, durch welche Schlupflöcher da die Teilnehmer kommen. Und wenn man das so abschirmt, da wie in Tirol, in Telfs, dann dürfte man kaum etwas mitkriegen können, wer da also da im, am Wirken ist und wer da also alles eingeladen wird. Ne? Aber wir kennen ja die üblichen Verdächtigen, kennen wir ja, oder? Gell? Ja, wunderbar. Also wir haben jetzt dann wenig Möglichkeiten zu kommentieren zu den Sendungen. Wir können das dann hier einfach immer nur bei dem Chat hier machen, aber das geht immer zu schnell, das kann ich kaum vorlesen. Ja, und dann eben auch noch später im Video, wenn wir das dann hochladen, sowohl bei YouTube als auch eben bei wakenews.tv. Bitte alle unbedingt dort sich registrieren. Ja, weil das ist wichtig, ist vielleicht nachher die einzige Möglichkeit, sich auszutauschen, wer weiß, wenn alle anderen Funktionen abgeschaltet werden. Ja, wir versuchen da auch noch irgendwelche Chat-Funktionen mit einzubauen, aber wie gesagt, wir sind ja hier nur am Schaffen, Tag und Nacht, und wer uns da noch unterstützen will, da sind wir froh, wir brauchen jegliche Ressourcen, also nicht nur dass ihr uns helft, die Nachrichten weiter zu verteilen, auch manchen Schuldgeld, Euronen und Frankonen brauchen wir natürlich auch noch, um gewisse Sachen zu bezahlen. Wir müssen auch Plugins oder Apps, wie das so schön heißt, kaufen, die wir dann also damit einbauen können auf den Seiten, weil anders, ja, wir kommen ja nicht aus der Entwicklungsecke, machen alles selbst, sondern wir müssen dann schon auch die Dinge verwenden, die da sind. Und natürlich haben wir dann auch noch eine Menge vor. Es kommen auch alle möglichen Kosten aus jeder Ecke und wir sind nicht kommerziell und brauchen da also eure Unterstützung in jedem Fall. Ne? Dafür danke ich auch jetzt schon. Und bitte denkt dran, wenn ihr uns irgendwie kontaktiert und uns auch was zukommen lasst, bitte immer eure E-Mail-Adresse dazu schreiben, weil teilweise habe ich welche bekommen und da weiß ich nicht, wie ich diejenigen erreichen kann. Und wir haben auch leider nicht die Möglichkeit, dann selber wieder Briefe zu schicken oder sonst irgendwas, das ist zu viel Aufwand, das schaffen wir nicht. Das geht also im Moment nur via E-Mail, bitte daran denken. Also dann immer dazu schreiben, von wem es kam. Ja, ich habe hier ein paar liegen, wo ich nicht weiß, wie ich die kontaktieren kann. Ne? Find die nicht irgendwo, gell? Danke, bedanke mich halt hier. Dann auch dafür, wer also keine Notiz von mir bekommen hat, um mich zu bedanken, dann liegt das daran, dass ich eure Kontaktadresse nicht habe, zumindest eure E-Mail-Adresse nicht. Und bitte daran denken, mir die immer zur Verfügung zu stellen, okay? Danke euch.
Okay, ja. Super, und was können wir machen? Auch das gleich zu Anfang, wir müssen uns vernetzen. Wir müssen uns treffen können, auch hier im kleinen Kreise, wenn nachher irgendwelche die Infrastruktur zusammenbricht. Wir wissen ja nicht, was die alles noch geplant haben. Es ist auf jeden Fall geht es hier darauf zu, dass sie den Sack zumachen wollen. Ja, das ist so, wie man eine Herde in eine Koppel hineinpfercht und sie dann nachher einzeln abzuschlachten oder sonst irgendwie abzuernten. Und das müssen wir den Leuten begreiflich machen, dass wir uns hier jetzt in dieser Phase befinden. Sonst sind die nachher alle, ja, alle dann in großen Problemen, oder? Ja. Ja, also wie gesagt, wir haben jede Menge Probleme hier, die wir lösen müssen. Und das können wir auch, wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, oder? Das geht. So. Oh, jetzt habe ich gerade hier gesehen, der Block geht ja wieder. Hoi. Das gibt's ja nicht. Hei, jei. Hat unsere Beschwerde was gewirkt? Ha! Cool. Also dann können wir jetzt zumindest mal schon eine Erfolgsmeldung bringen, weil ich habe mich ganz vielseitig beschwert bei denen. Und jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Hoppala. Ich habe auch noch keine Nachricht, warum und wieso die jetzt, warum das jetzt wieder geht. Hey, das Leben geht weiter. Vielleicht haben wir schon unsere Veröffentlichung ordentlich überall etwas bewirkt. Also, klasse, das Ding geht wieder. Zumindest im Moment. Schnellstens alles runterladen. Ne? Hier, meine guten Freunde überall, die mir immer helfen. Ich sage das jetzt extra nicht, wer es ist, ja. Aber derjenige, der jetzt hier vielleicht zuhört, weiß dann, wer gemeint ist. Bitte schnellstens alles sichern, wenn es geht. Hey, klasse. Ja, geht's wieder. Haben sie uns wieder freigeschaltet? Oh, das war vielleicht zu viel Wirbel, oder? Klasse. Hey, super. Ich habe es jetzt gerade auch nochmal getestet, ob er wieder geht. Wunderbar. Ja, da haben wir wieder einen kleinen Erfolg. Ist doch wunderschön. Gut. Hey, klasse. Ja gut, also wir haben es geschafft. Der Blog ist wieder frei. Ja. So, dann muss ich das gerade mal hier jemand schreiben. Sonst müssen die da umsonst in der Nähe hier daran arbeiten, dass wir da was anderes auf die Beine stellen. Und wenn er jetzt im Moment wieder läuft, dann können wir erstmal davon alles nutzen. Okay, gut. Ja, also herzlichen Dank für alle, die auch mitgeholfen haben. Ja. Und jetzt schreibt einer, ja, Detlef, spiel jetzt da nicht rum, sonst ist der Block gleich wieder weg, ey. Ja, ist auch der Recht. Ja, die haben vielleicht gesehen, ne? Wenn es da nicht kommt, dann veröffentlichen sie was anderes. Also, wurscht. Gut. Nein, wir bleiben auf dem Teppich, oder? Ja. Also gehen wir nochmal rein in die ganzen Dinge, die ihr uns auch hier zugesandt haben. Hier kam zum Beispiel etwas wegen Beteiligung an Bildboykott. Edeka Einzelhändler von Pressevertrieb bestraft und darf nicht mehr beliefert werden. Ach, ja, das gibt's ja nicht. Edeka Heimer, so zitiere ich von da, hat auf Facebook bekannt gegeben, dass dem Lebensmittelhändler bei Chemnitz fortan vom mitteldeutschen Pressevertrieb die komplette Belieferung mit Zeitungen und Zeitschriften verweigert wird. Der renitente Einzelhändler beteiligt sich seit Ende März am Verkaufsboykott gegen Bild, den einige Händler in Deutschland im Zuge der German Wings Berichterstattung ausriefen. Jetzt scheint Springer zurückzuschlagen und nimmt die kleinen Einzelhändler ins Visier. Ja, ist ja mutig, ne, was die Einzelhändler da machen. Das ist ja auch klasse, dass sie dann auch darauf reagieren. Ja, den Link kann ich euch dann auch geben. Das kam bei achtideutsch.com. Das habe ich jetzt mal hier aufgemacht. Dann können wir ja später die Links dort auch wieder verteilen. Gut, ja. Was haben wir noch? Schauen wir mal eben hier an Zusendungen von euch. Schweiz habe ich schon vorgelesen. Hier kommt was gemeinsam.
können wir TTIP und CETA stoppen. CETA geschrieben, C-E-T-T-A. Da gab es eine Information, sehr geehrte Unterzeichnerinnen, sehr geehrte Unterzeichner, vielen Dank für Ihre Unterstützung der selbstorganisierten europäischen Bürgerinitiative Stopp TTIP. Bitte helfen Sie uns, einen effektiven Protest gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu organisieren. Ja, indem Sie die selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative möglichst vielen Menschen aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis empfehlen. Wir wollen über 1 Million Menschen aus ganz Europa mobilisieren. Sie können dazu einfach diese E-Mail mit unten stehendem Text weiterleiten. Das will ich euch dann gerne auch später in der Linkliste unten weiter verteilen. Ja, also gut, spielt da nicht fast keine Rolle, ob es jetzt nun eine Petition ist oder nicht, aber wir müssen einfach zusehen, ne? Dass wir jetzt hier mal ein bisschen auf Boots hauen. Das wollen wir nicht. Gell? Ja, hier kommt noch eine ganze Liste von Veröffentlichungen. 30. Mai 2015, bitte alle vormerken. Bundesweiter GEZ-Protest. Mit dieser Aktion möchte die Partei außerdem aufzeigen, dass sich ein breiter Bevölkerungsanteil in Deutschland gegen diese neue Regelung zur Erhebung von Gebühren stellt und deren Legitimität hinterfragt. Das kam bei Pink's Liberal, WordPress.com. Gebe ich euch den Link rein. Jeder Protest ist jetzt notwendig. Alles an die Front sozusagen, an die Protest- und Demonstrations- und ja, Zurückweisungsfront. So friedlich, wie es nur irgendwie geht. Wir sind schon in einer Verteidigungsposition. Das ist so. Und häufig ist der friedliche verbale Angriff, natürlich in Form von Informationen, so wie wir das machen, die beste Verteidigung. Okay. Dann kommt G7, Berghof oder Wolfschanze in der Alpenfestung. Das kam bei cyberweiber.at. Dieses Treffen, das den deutschen Steuerzahler hunderte von Millionen Euro kostet und dazu geführt hat, dass jede Tannenspitze verwanzt worden sein soll, hat eine Signalwirkung, die es in sich hat. Das alles sieht nach Kriegsrat aus und schon längst geht von diesen Treffen das von den Völkern erwartete Friedenszeichen nicht mehr aus. Kein Wunder, dass die Staats- und Regierungschefs sich einmauern und das auch vermutlich noch für die Zeichen ihres Ansehens und ihrer Machtfülle halten. Ja, das wissen wir ja, die meinen, sie seien die Herren der Welt und könnten uns sagen oder uns befehlen, was wir zu tun und zu lassen haben. Und ja, und eigentlich uns nur so als Sklaven behandeln. Dann kam noch was, Thema Wasser, den Bock zum Gärtner machen, Boykott Nestlé. Ja, da sehen Sie, so einfach ist das, den Bock zum Gärtner zu machen. Nestlé, Verwaltungsratschef Peter Brabeck, macht kein Geheimnis daraus, dass Wasser in seinen Augen kein öffentliches Gut sein sollte, sondern auch einen Marktwert wie das andere Lebensmittel besitzt. In Algerien hat Nestlé die Wassernutzungsrechte erworben und lässt die Fabriken bewachen und einzäunen. In Pakistan geschieht das Gleiche. In diesen Ländern wird das Wasser angezapft und für viel Geld in Plastikflaschen abgefüllt wieder verkauft, während die Bevölkerung keinen Zugang mehr zu diesem Wasser hat. Ja, darum geht's, ne? Unsere Lebensgrundlagen zu besitzen und abschalten zu können, je nach Belieben. Kam hier bei netzfrauen.org. Auch den Link gebe ich später mit hinein. Ja, und dann gab es ja noch das Video vom mit dem Thema Notwehr. Ja, das ist auch noch ganz wichtig, weil das sollte sich jeder anschauen, weil ja gerade für die Leute, die in der Brit Bund leben, aber auch für die anderen, die also mit der Brit Bund irgendwelche Beziehungen haben, da gab es dieses Video von Werner May. Auch das ist wichtig. Auch das hatte ich bereits hier bei mir auf den News und auch bei BRD, dem Thema BRD, mit verlinkt. Wichtige Infos. Ja, und dann US-Armee steuert ihre Drohnen in der Oberpfalz außerhalb der Sichtweite, auch via Relay-Station in Ramstein.
gab es auch eine Information hier bei netzpolitik.org. Ja, so, dann, was haben wir noch hier? Alte Zeiten kommen wieder. Wer Neonazi ist, das bestimmen wir, steht hier. Es wird nicht mehr lange dauern, da müssen alle Andersdenkenden in der BRD mit einer Armbinde herumlaufen. Oder werden wie Hunde vor der Tür des Restaurants angeleint. Der Begriff Rassist und Neonazi sind zur Ideologie Kampfbegriffen, die generiert wurden. Ja, sie werden missbraucht, das ist richtig. Rassismus ist nichts anderes als ein linker Kampfbegriff, künstlich konstruiert von den 60ern oder 68ern eher, der Frankfurter Schule. Denn nur mit einem unterdrückten Proletariat bekommt man Klassenkampf und Revolution als Voraussetzung für ein sozialistisches Paradies, nach Karl Marx, ne? Einer von den Bankstern finanzierter, ja, Mensch einer Minderheit. Und wenn es kein unterdrücktes Proletariat gibt, dann muss man eben eins erfinden. Ne? Schwarze, Frauen, Jugend, Einwanderer, Schwule und so weiter. Und wer das verstanden hat, blickt richtig durch. Das kam bei netzplanet.net. Ja. Ja. Und dann auch noch bei zukunftskinder.org München. Wer Neonazi ist, das bestimmen wir. Wenn aber ein Wirt bereitwillig seine Räume Nazis zur Verfügung stelle, mische sich die Stadt nicht ein. Stattdessen werde die DEHOGA informiert, die dann mit den Brauereien redet. Die können Wirten in solchen Fällen auch die Konzessionen ziehen. Also es ist unglaublich, was da alles abläuft, oder? Hä? Ja, oh Mann, ey. Und so weiter. Es gibt da noch so ein paar Sachen, ja, die jetzt zu detailliert sind, die gehe ich jetzt hier nicht alle noch durch, ja. Aber so wichtige Sachen natürlich müssen wir immer nennen, aber ich kann dann trotzdem mal alles, wenn jetzt die Seite wieder funktioniert, kann ich das dann ja unten später verlinken. Okay. Heieiei. Ja, das ist nicht schlecht. Aber dennoch, kommen alle hier bei mir registrieren. Wakeness.net findet ihr Links auch zu wakeness.tv. Wer das nicht finden sollte, ja, kann es in eine Suchmaschine eingeben. Und oder aber auf der Seite wakeness.net oben einfach auf den Reiter klicken. Es gibt dort einen Reiter. Ich wurde gefragt, wo finde ich da was? Ne? Und es gibt unter dem Wakeness-Logo oben, ganz oben, eine Leiste mit verschiedenen Begriffen. Da steht zum Beispiel Wake, was nichts anderes heißt, als dass die Homepage ist. Dann News steht daneben, da kommt man direkt zu den Nachrichten. Dann Themes, ich habe es halt auf Englisch geschrieben, weil doppelt passt es nicht rein, heißt Themen auf Englisch. About Us heißt über uns, da kann man ein paar Informationen zu uns kriegen. Und Radio-TV oder Radio-TV heißt einfach, dass man dort auswählen kann. Wo will ich hin? TV oder Radio? Ne? Einfach draufklicken, ja. Und dann kann man sich das auswählen. Zwei Wahlmöglichkeiten. Ne? Und Partners, das heißt nichts anderes als da darf man also uns unterstützen, da darf man unser Partner werden und darf auch gerne andere Informationen da über uns erfahren, auch wie man uns unterstützen kann und so weiter. Alles möglich. Ja? Okay. Ja, Leutchen, es ist unglaublich. Ja? Ja, also, ja, ich erkläre sowas gern auch, weil es ist schon richtig. Meine, die Dinge zu finden, um die es wirklich geht, die wichtig sind, ist nicht einfach, oder? Deshalb muss man auch das manchmal etwas erklären. Hier, da kam noch was. Am 28.05., also am Donnerstag, Vormittag, um 10.45 Uhr, bei der Firma AG München, wenn ich weiß, was das ist das Amtsgericht München. Die Firma Stadtjugendamt hat Papa angezeigt. Ja, da kommt was hier. Strafverfahren wegen angeblicher Beleidigung. Ich zitiere von der Zuschrift. Die Leiterin der Firma Stadtjugendamt in Anführungszeichen München, Frau Dr. Maria Kurz-Adam. Aha. Na gut, hat einen Papa wegen Beleidigung angezeigt.
Es wurde angeblich behauptet, Bedienstete der Firma Stadtjugendamt in Anführungszeichen München seien untätig und nicht sozial eingestellt. Dies ist der Tatvorwurf der Firma Stadtjugendamt in Anführungszeichen. Frau Dr. Maria Kurz-Adam ist als Spezialgast, in Klammern Belastungszeuge, persönlich geladen. Wer diese Frau mal sehen möchte, ist gerne bei der kostenlosen Veranstaltung eingeladen. Die Veranstaltung findet bei, in Anführungszeichen, Amtsgericht München, Nymphenburger Straße 16 in 80335 München, Sitzungssaal, in Anführungszeichen A122 erster Stock, am 28.25.15 um 10.45 Uhr statt. Der Eintritt ist kostenfrei. Es wird wegen dem erhöhten Sicherheitsaufkommen des bereits zugesagten Publikums um rechtzeitiges Kommen und Sitzplatzreservierung gebeten. Der Papa vertritt sich selbst und nimmt kein Blatt vor den Mund. Ja, schaut vielleicht auch ruhig nichts. Von daher könnte es was zu staunen geben. Es wird eine Veranstaltung der anderen Art werden. Ihr werdet staunen, versprochen. Wer schon früher kommen möchte, eine ähnliche Beleidigungsveranstaltung findet bereits ab 9.30 Uhr zum Aufwärmen im selbigen Raum statt. Ach ja, dann lohnt sich's kommen. Die Nebendarsteller sind die gleichen. Oh, siehste. Ja, viele Grüße, Papa von Lugi steht da drunter. Gut, also wer da Zeit hat, wer in München ist und nicht wegen des G7-Meetings, das kommt ja erst später, in die Ecke reist, sondern einfach mal gucken will, kostenlose Veranstaltung im AG-Theater leben will, geht da mal hin. Ne? Oder? Super, klasse. Ja, Action ist angesagt, ist doch logisch. Oder? So, was kommt noch was? Hier kann vorgelesen werden. Krieg gegen die Völker bereits in vollem Gange. Das ist von der Gabriele. Hallo Detlef, man kann mich dafür auslachen oder nicht? Nö, das machen wir nicht. Grundsätzlich nicht. Ich merke seit ein paar Wochen, dass hier etwas ganz Böses auf uns zukommt. Die elektromagnetischen Waffensysteme werden mehr und mehr hochgefahren, so mein Empfinden. Es ist kaum auszuhalten, wie stark die ELF-Wellen, das sind die niederfrequenten Schallwellen, aber auch der hochfrequente Schall zugenommen hat. Es gibt keinen Platz, wo man sich davor schützen kann. Es ist permanent da, mal schwächer, mal stärker. Auch wird derzeit Zeug versprüht, was einen bitteren weißen Belag auf der Zunge verursacht. Ich kann es mir einbilden. Aber ich spüre Mikrowellen, die meinen Körper erhitzen, und zwar intervallweise im Abstand von circa 30 Minuten. Es ist aber keine Hitzewallung, wie es in den Wechseljahren oder bei Erkältung, Fieber, sondern es betrifft vor allem den unteren Teil des Hinterkopfes und die Fußsohlen. Es ist unheimlich, ich habe sowas noch nie wahrgenommen, da ist etwas im Gange, was ich nicht genau bestimmen und erklären kann. So zitiere ich aus der Zuschrift. Auch wird gerade am Internet extrem herum manipuliert, so mein Eindruck. Ich erfasse sehr viel intuitiv über einen anders dimensionierten Kanal und liege da oft gar nicht so falsch. Auch habe ich optisch wahrgenommen, dass die Matrix ruckelt. Die Straßenlaterne nachts ruckelt und es ist für mich schlagartig einen halben Meter weiter links zu sehen. Mit meinen Augen stimmt alles und auch habe ich keinen krankhaften Bluthochdruck oder Diabetes. Die Prophezeiungen vom Alois Irlmeier nehme ich sehr ernst. Ich denke, dieses Jahr ist es soweit. Mir hat einer gesagt, am 13. September geht's los. Keine Bargeldauszahlungen mehr, Banken geschlossen, dann eventuell EMP-Schlag oder höchste Sonneneruptionen. Die NASA und ESA werden das bereits wissen, aber nicht kundgeben öffentlich. Kein Wasser, keine Lebensmittel, kein Benzin. Leute laufen amok. Soldaten und Polizei ist ja bereits vor Ort. Ich habe langsam Angst. Auf der anderen Seite dürfen wir genau das jetzt nicht haben. Erkennen, was ist und sich vorbereiten. Das ist wohl sinnvoll. Ja, das sehe ich auch so. Angst sollten wir keine haben. Brauchen wir nicht. Denn wir sind ja gerade hier, um das zu erleben. Ne? Sonst wären wir gar nicht hier. Wir sollen das ja mitkriegen, wollen das mitkriegen, was alles so läuft, oder? Ja, also insofern, da würde ich sagen, Angst ist das falsche Mittel, im Gegenteil.
Wir müssen denen zeigen, dass wir keine Angst haben. Und schon gar nicht vor sowas. Oder? Gell? Ja. So. Jetzt kriege ich da noch eine Nachricht. Wenn YouTube Videos sperrt, sind die bei dir ja auch weg auf deiner TV-Seite. Das ist ja das Problem, das ich neulich ansprach. So schreibt sie mir, man müsste die Videos konvertieren können und dann bei dir einbetten. Dann wäre es unabhängig davon, ob YouTube die gelöscht hat oder nicht. Bleibt einzig die Gefahr, dass du dann in die Haftung gehst für eventuelle Urheberrechtsverletzungen. Es wäre zu überlegen, wie hier künftig verfahren sollen, unabhängig einbetten wäre natürlich der Königsweg. Da müssen wir die technischen Voraussetzungen vorhanden sein. Die User müssen wissen oder lernen, wie sie Videos konvertieren müssen, so dass die nicht mehr von einem Link abhängig sind. Nochmal. Ich oder wir können keine Alternative für YouTube sein. Ja. Weil solche Rechner und solche, die zahlen ja nichts. Das ist ja System. Das System will ja, dass diese Videos kostenfrei gezeigt werden. Dafür haben die einen riesen Aufwand mit Servern, von denen kannst du einfach nur, ja, träumen. Das sind ja Milliarden Videos, die hosten, ja. Es ist eher nicht anzunehmen, dass YouTube komplett dicht macht oder alles sperrt. Das ist eher nicht anzunehmen. Aber es könnte sein, dass sie uns als Wake News sperren. Und für den Fall, doch mal zum Mitschreiben, für den Fall haben wir für Wake News die Möglichkeit, unsere eigenen Videos auf unsere eigenen Server hochzuladen. Ja? Verstanden? Nicht irgendwelche Videos, nicht tausende von Videos von anderen, die wir dann auf unserem Server hochladen können. Das geht nicht. Da müssen diejenigen dann andere Lösungen finden. Entweder eigene Server unterhalten oder selbst so einen Betrieb machen. Aber wir als Wake News TV-Kanal haben dann die Möglichkeit, unsere Videos auf diesem Server von unserem Server aus abspielen zu lassen. Was wir im Moment auch noch nicht tun, weil wir es noch nicht tun müssen. Ja? Und solange wir das gratis woanders hosten können, auf einem anderen Server, solange YouTube noch funktioniert, werden wir das nutzen, sonst wären wir ja blöd. Ne? Blöd sind wir nicht. Hier. Aber bitte, nur noch mal zum Erklären. Ja, Jesus hat mir auch geschrieben, dein Blog ist wieder erreichbar. Jawohl, habe ich jetzt auch inzwischen mitgekriegt. Jetzt kommt hier noch was von JD. My Wake News geht wieder. Ja, aber eben erst seit ungefähr 20 Minuten oder so. Ja, super, prima, dass ihr das alles festgestellt hast. Ja, okay, so. Und nochmal, mit Wake News TV bieten wir keine neue alternative Internetkommunikation. Das machen wir nicht. Wir bieten einfach nur einen Kanal, wo man spezifisch Videos anschauen kann, die interessengebunden sind, nämlich von den Usern. Und wir können mit Wake News TV unsere eigenen Videos dort hosten und hochladen, im Falle, dass das notwendig ist. Nochmal. Ne? Also es ist kein geheimes Internet, was wir da aufbauen oder sonst was. Oder ist für alle normal nutzbar und verfügbar. Auch wurde ich mal darauf hingewiesen, dass dort auch Videos zu finden sind, die nicht jedermanns Geschmack treffen. Ja? Oder wo Leute auftauchen, wo man vermutet, dass die irgendwelche Agenden haben. Ja? Also eigene Pläne haben oder irgendwelchen Gruppierungen angehören oder so. Da habe ich dann darauf geantwortet, dass das eigentlich dass wir eigentlich keine Zensur wollen. Ja, wir haben also gewisse ethische Vorstellungen und Grundsätze, die wir einhalten wollen, wobei wir die auch keine Zensur wünschen. Es sei denn, es wird gegen die guten Sitten verstoßen oder gegen universelle Gesetze. Also ne? Nichts dort zu behaupten, was also komplett konträr zu den allgemeinen universellen Grundsätzen ist. Ne? Also kein Rassismus zum Beispiel. Warum sollte man rassistisch sein? Ist ja Quatsch. Man kann über gewisse Dinge berichten, sollte man das dann aber auch entsprechend kommentieren.
Deswegen prüfen wir auch die Videos, zumindest soweit es geht, im Rahmen der Möglichkeiten, die bei uns hochgeladen werden oder verlinkt werden, vielmehr. Sollte es da mal Beschwerden geben oder dass man uns hinweist darüber, dass da Inhalte drin sind. Wir können ja nicht jede Minute dort vorher uns alles anhören, das geht nicht, aber wir können einen Quercheck machen. Sollten da mal Inhalte veröffentlicht werden, die nicht unseren ethischen Grundsätzen entsprechen, dann kann man die auch jederzeit entfernen. Ja, oder den Hochladenden anschreiben und sagen, dass er das bitte mal überprüft oder was auch immer. Ja. Also, nochmal, wir sind kein neues Internet mit Awakeness TV. Wir nutzen das bestehende Internet und bieten eine Plattform, wo man also in einer Interessengruppe, wenn man so will, das nutzen kann mit den Videos, mit der Kommentierung, mit der Bewertung und natürlich auch dem Verlinken eigener Videos, die man meint, dass andere die interessieren könnten. Und wir haben für Awakeness TV die Möglichkeit, uns separat dort quasi unsere eigenen Filme dort auch hochladen zu können, wenn man uns woanders sperrt. Solange wir noch irgendwo auf fremden Servern unsere Filme zeigen können, werden wir immer daraufhin verlinken, weil wir sonst unnötigerweise unseren Platz beanspruchen und damit natürlich auch Kosten produzieren, die so gering wie möglich gehalten werden müssen, aufgrund unserer Nicht-Kommerzialität. Und wir wollen auch nicht kommerziell werden, um das auch nochmal deutlich zu machen. Für alle, die jetzt fragen, ja, wieso nicht? Ja, eben um nicht abhängig zu sein. Wir wollen auch nicht vom System abhängig sein. Wir wollen versuchen, soweit es geht, uns aus dem System herauszuhalten, wobei schon bei Unterstützung schwierig ist, das Bankensystem nicht zu nutzen. Vor allem, wenn es also international alles läuft. Ja, nutzen ja auch auch die Post zum Beispiel. Ne? Die Post ist ja auch kontrolliert von den paar wenigen. Ne? Es gibt ja keine staatlichen Postbetriebe mehr. Sind alle kommerziell und privat organisiert inzwischen. Das ist ja nichts Staatliches mehr. Ne? Keine Beamten mehr, die da sitzen. Und so weiter. Okay, nur nochmal da, bitte. Berücksichtigen. Okay. Hallo Detlef, hier. Nichtsdestotrotz, die Deutschen brauchen ein eigenes Social Network. Nichtsdestotrotz muss ich es wiederholen. Solange die Deutschen die IT-Plattformen ihrer Besatzer nutzen, solange werden sie zensiert und uniformiert bleiben müssen. Freie IT-Kräfte aller Deutschen, vereinigt euch. Es geht um unsere Zukunft und die unserer Kinder. Beispiel, 27 Millionen von 81 Millionen Menschen in Deutschland haben ein Facebook-Konto. Keiner der 27 Millionen Facebook-User hat es jemals ein einziges Mal geschafft, eine Nachricht zu teilen, um alle 27 Millionen Deutschen zu erreichen. Da gibt es dann einen Link zum aufgewachten.wordpress.com. Ja, ich habe nichts dagegen, aber wir können es halt nicht machen. Wir haben die Ressourcen dafür leider nicht. Wir können dann gerne darüber berichten. Aber das müssen andere machen. Wir müssen uns da immer ergänzen, ne, mit den Dingen, die man schafft und die man machen kann und so weiter. So, hier kommt noch. Hallo Detlef. Nestle. Den Drecksack von Nestle sollte man das Wasser entziehen und dann erneut fragen, ob Wasser ein Grundrecht ist. Beste Grüße. Deakins, we will win. Ja, wir werden gewinnen, heißt es. Wunderbar. Ja. So, jetzt kommt noch was hier. Und auch zwischendurch für euch. Das, was wir in der ersten Stunde besprochen haben mit der Zensur vom Blog mywordpress.com, hat sich etwas entschärft, weil offenbar meine Blogseite wieder freigeschaltet wurde. Inzwischen können wir die Seite wieder nutzen. Ja, hoffe, dass das so bleibt. Aber es ist trotzdem ein Warnschuss für uns alle gewesen, warum auch immer überhaupt die Seite abgeschaltet haben. Auf jeden Fall haben sie mal mächtig auch meine heutige Live-Sendung dadurch durcheinander gebracht, weil ich das normalerweise üblich dort sonst gemacht hätte. Und es wurde doppelt und dreifache Arbeit für mich notwendig, weil ich alles übertragen musste, rekonstruieren musste auf eine andere Webseite. Aber gut. Ja, ihr seht mal, ne? Jetzt müsste ich mir
die Stirn abwischen, ne? Voll lauter Schweiß. Blood, Sweat and Tears, so ungefähr. Blut, Schweiß und Tränen. Das macht hier unsere freie Journalistenarbeit schon mächtig zu zeichnet es aus, ne? Oder? Gut. Ja, also klasse, dass ihr mich hier auch wieder unterstützt habt. In jedem Fall. Wunderbar. Vielleicht haben wir auch ein paar mitgeholfen, dass die aufmerksam wurden. Ja, wir haben uns ja auch gleich mehrfach beschwert. Also das hat man dann offenbar auch gelesen und ja, hat das dann wieder freigeschaltet. Gut. Ja, also wie gesagt, wir möchten jetzt nochmal zum Schluss der Sendung auf Folgendes hinweisen. Egal, ob wir jetzt wieder freigeschaltet sind oder nicht, oder und ob weitere Einschränkungen unserer Pressefreiheit auch auf uns zukommen. Wir müssen uns vorbereiten auf diese Situation. Es kann losgehen. Ich hatte zitiert die Meldung hier, die ich auch noch mal kurz zitieren will, dass also ein höherer NATO-Offizieller gesagt hat, im Sommer gibt es wahrscheinlich Krieg. Wenn wir Glück haben, wird es nicht nuklear. Das war eine Veröffentlichung, die kam bei Infowars.com. Das ist natürlich eine Warnung. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, das sind alles Wunschdenken dieser Mächtigen und so weiter, aber wir sehen auch auf der anderen Seite, wie dieser Apparat hier aufgebaut wird. Immer mehr und mehr Waffen werden produziert und zwar nicht nur von Seiten der NATO, sondern auch natürlich auf der russischen Seite und China natürlich auch. Die sind also alle im Rüstungswettlauf miteinander. Es kam ja hier auch noch eine Meldung rein, dass jetzt also, ihr habt das ja mitverfolgt, dass die Franzosen aufgrund eben dieser Boykotts gegenüber Russland einen Mistral-Hubschrauberträger der Russen dort nicht zu Ende gebaut haben, sondern die Arbeiten daran eingestellt haben. Das hätte eigentlich dieses Jahr ausgeliefert werden müssen und die haben schon den Vertrag gebrochen und deswegen hat also offenbar jetzt auch Russland gesagt, wir bauen unsere eigenen Hubschrauberträger einschließlich Elektronik selbst, denn die französische Regierung hat den Mistral-Deal platzen lassen. Und jetzt machen sie es eben alles selbst. Und ich meine, unabhängig davon, ob es überhaupt notwendig ist, solche Waffen zu besitzen, aber es ist ja ein Unding, ne? Was da alles gemacht wird, um sich gegenseitig zu behindern. Also es macht also alles keinen Sinn. Es ist alles Machtspielchen und natürlich auch Aufhetzungen der verschiedene Gruppen oder Gruppierungen gegeneinander, um auf jeden Fall für Unruhe und Chaos zu sorgen, denn das ist letztendlich der Plan. Der Plan ist es, immer die ganze Welt in Unruhe und Chaos zu halten, damit die Leute gar nicht zur Ruhe kommen, damit es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt für diejenigen, sich Gedanken zu machen darüber, was wirklich wichtig ist, und was also notwendig ist, um wirklich ein menschenwürdiges und menschengedachtes Leben zu führen. Und die uns beherrschen, die uns auspressen, versklaven und absaugen, das sind die, die auf jeden Fall verhindern wollen, dass wir eben diese Zeit für uns finden, diese Muße und diese Rückbesinnung auf das, was wir eigentlich wirklich sind. Und da müssen wir alle Kraft dran setzen durch Vernetzung, Verbindung, Zusammenarbeit, um das möglich zu machen und uns unabhängig machen von diesem aufgestülpten, übergestülpten System, indem wir versuchen, eben Banken zu vermeiden, Versicherungen einzustellen, soweit es irgendwie geht, auch die Lebensmittelversorgung tatsächlich mal auf echte Lebensmittel umzustellen und nicht dieses Giftzeug zu kaufen, was man uns andreht. Und das geht nur darüber, indem wir eben wissen, wie diese Lebensmittel tatsächlich angebaut werden. Und das geht wiederum nur im kleinen Kreis, in der Region und mit den Kontakten, die man hat zu Leuten, wie Bauern oder Gärtnern oder auch privaten
Anbietern, die eben die eigenen Gemüse oder Obst und andere Produkte herstellen. Ja, und dann, wenn Schuldgeld noch verwendet werden muss, das eben im eigenen Kreis zirkulieren zu lassen und es nicht dem System zur Verfügung zu stellen. Und das geht. Ja, ich habe jetzt gerade eben noch mal zwischendurch mal einen Besuch in einem größeren Markt, Verbrauchermarkt gemacht und war erstaunt. Die haben alles umgestellt im Lebensmittelbereich sozusagen, haben erstens mal die Regalanzahl abgebaut, das heißt, sie haben weniger Ware im Angebot und haben umgestellt auf Produkte, zum Beispiel gerade im Brotbereich, die eben frei sind von all den Giftstoffen, die uns bekannt sind. Tja, da guckst du. Ich meine, man muss natürlich jetzt überprüfen, stimmt es auch, was die behaupten und so weiter. Aber die haben also angefangen, ihre Sortimente komplett umzustellen. Das kann nur eine Reaktion sein oder eine Vorausschau auf die Verhaltensveränderung von uns, die wir aufgewacht sind, die wir uns anders verhalten. Die Aufklärung über eben Lebensmittel, es steht auch vermehrt jetzt auf den Etiketten drauf, dieses Produkt ist genmittelfrei oder verändert, ist nicht genverändert oder enthält keine genveränderten Inhaltsstoffe oder sowas in der Richtung. Also es wird da schon ordentlich wahrgenommen, was wir tun, und das ist es wichtig. Ne? Die müssen merken, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Wir dürfen uns aber jetzt nicht wieder entführen lassen von denen in eine neue Ebene der Matrix, sondern müssen am Ball bleiben und versuchen, denen die Kraft zu entziehen, indem wir dort nicht mehr einkaufen gehen. Auch diese neuen Angebote nur nutzen, wenn es gar nicht anders geht, und lieber versuchen, eben eigene Möglichkeiten aufzubauen. Ja, und ansonsten gibt es hier noch viele Meldungen zu den Kriegsbemühungen auch von Russlands Seite aus. Also alle sind hier dabei, eben sich auf dieses Chaos hier vorzubereiten. Das ganz klar. Und ja, und das System kämpft mit allen Mitteln, um eben irgendwie am Leben zu bleiben. Ja, und so weiter. Dann kam noch was, das lese ich noch schnell vor, bevor wir zu Ende sind, nämlich Prostitution unter den Augen des Jugendamtes. Das hatte ich auch hier über Facebook schon mitbekommen. Sarah ist 16 Jahre und ohne leibliche Eltern ein Waisenkind in den Händen des Jugendamtes, das sie rücksichtslos ihrer neu gewonnenen Pflegefamilie beraubt und mit einer Vormunderin bestraft, die ihr eine geistige Lernbehinderung andichten will, mit der Prognose, niemals mehr ein eigenständiges Leben führen zu können. Eine absolut lächerliche Aussage. Meinem Empfinden nach hat das Mädchen eine gesunde Auffassungsgabe und ist sehr mutig, in ihrem Alter nach überhaupt nicht auffällig. Man fragt sich wirklich, wer hier eigentlich geistig behindert ist. Ja, und dort, ja, schaut also das Jugendamt zu, wie sie sich prostituieren muss, offenbar. Und leider reicht die Zeit nicht mehr, das alles durchzugehen. Aber ich kann das gerne mal verlinken später. Also es passieren ungeheuerliche Sachen. Wir wissen warum. Weil man uns zerstören will. Man will uns kaputt machen und das schon so früh wie möglich. Auch das ist mal, ja, wir sind durch. Einen Sieg haben wir. MyWorkers.com ist wieder im Netz aufgetaucht. Danke für eure Unterstützung. Wir sehen uns und hören uns spätestens am Donnerstag dieser Woche. Danke euch für eure Unterstützung. Wir brauchen auch eure Unterstützung, auch mit Schuldgeld, Euronen und Frankonen, wenn euch das möglich ist. Also wer da uns unterstützen will und kann. Wir brauchen es. Wir müssen noch viel machen, um uns abzusichern für all diese Möglichkeiten, unsere Leistungen und Möglichkeiten auszubauen. Und wer es auch kann und sollte eigentlich auch stolz unsere Wake News Textilien tragen, das T-Shirt, die Kappe, die Weste, das macht schon mächtig Eindruck bei denen, und viele ziehen sich zurück, wenn sie das schon sehen. Oh Gott, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Vom System. Okay, wir sind durch. Danke euch. Wir hören jetzt ausgangs noch von Neil Fox. On the back of the few
auf dem Rücken der wenigen. Ja, und dann während wir umschalten auf die Wiederholung der heutigen Sendung, noch von Watermelon Slim and the Workers Black Water und von Harrison Kennedy Hound and Rabbit. Ja, und dann spiele ich euch dann anschließend die Wiederholung ein und natürlich auch die Aufzeichnung als Video folgt dann später. Ne? Also, bis dann. Das ist der Delle von Wake News Radio, Wake News TV. Ciao, ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Rest assured, freedom lives.